So, Probefahrt Nummer 2, 0 Grad, scheiße kalt, aber wir probieren es aus. Alter Schwede. Jetzt ist es glaube ich so, wenn man da nicht aufpasst, geht die Kiste vorne hoch. Die Geschwindigkeit reicht allemal. Auch hier bin ich wieder nicht auf Vollgas gekommen, aber das Ding zieht. Ich glaube, das ist jetzt eine Basis, wo man anfangen kann. Alter Schwede. Aber ich muss hinten an der Bremse noch was machen, die andere war besser. Ich muss das Getriebe noch mal rausnehmen und den Bremsbelag noch mal abschleifen. Aber es ist schon anstrengend. Und ja, wie gesagt, Bremsen ist so ein bisschen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber geil. So, wieder angekommen in der Garage. Also mein Fazit, mir gefällt es schon deutlich besser so. Klar, die Kiste dreht ordentlich hoch, bevor sie einkuppelt, aber das ist auch der Sinn der Sache, weil der Motor ist auf Drehzahl ausgelegt, da hat er seine Kraft und also man kann damit Wheelies machen, das habe ich mich ehrlich gesagt nicht so wirklich getraut. Mit dem Ding muss man mal bei gutem Wetter einen halben Tag verbringen. Mit jedem Mal fahren funktioniert es besser. Und aber das Ding macht unheimlich viel Laune und die Endgeschwindigkeit ist auch jetzt noch, ich habe eben wieder nicht das Ding voll ausfahren können, so hoch, dass man sagt, das reicht wirklich allemal. Also jetzt kommen nur noch ein paar Schönheitsgeschichten, aber das Ding wird vielleicht im Laufe der Zeit nochmal wieder verändert, ich weiß es nicht, aber mit dem jetzigen Ergebnis bin ich eigentlich schon ganz zufrieden. Es macht einen Höllenspaß mit dem Ding und das war Sinn und Zweck der Übung.
Weil ich will nicht, dass das Ding schnell ist. Die Geschwindigkeiten traue ich mich nicht zu fahren. Also, wenn du dich dann bei der Geschwindigkeit mit dem Ding auf den Flansch packst, nö, muss nicht sein. Aus dem Alter bin ich dann doch raus. Aber so ein wirklich spaßiges Teil, was unheimlich viel Freude macht. Und ich denke mal so, wenn das Wetter wirklich besser ist und wärmer, weil ich bin auch nicht so beweglich in der dicken Winterjacke da, dann macht das Ding auch richtig Bock. Ja gut, das war's erstmal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.